Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch zwei coole Haarstyling-Produkte vom YouTuber Blumann vor. Als allererstes, bevor ich jetzt starte, für diejenigen, die Blumann nicht kennen. Blumann ist ein kanadischer YouTuber, der sehr, sehr erfolgreich ist, hat über 1, Millionen Follower und hat im Laufe seiner YouTube-Karriere zwei Haarstyling-Produkte entwickelt. Und die habe ich in den letzten 1,5 Wochen für euch getestet. Und an dieser Stelle erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an Kai von Barthelden, dass du mir die Produkte zugeschickt hast. Finde ich cool von dir, kannst mir gerne mehr Produkte zusenden. Ich befinde mich aktuell noch in Berlin, bin gerade auf einer Veranstaltung eingeladen und deshalb werde ich auch beide Produkte, die ich von dir zugeschickt bekommen habe, in diese Rezension reinpacken. Und es geht um folgende Produkte. Ich will nicht länger um den heißen Brei herumreden, denn viele Leute sagen, was labert der Typ so lange. Also, es geht um folgende zwei Produkte. Einmal um das Styling Meraki von Blumann und einmal um das Cavalier Clay von Blumann. Darling, ich starte jetzt erstmal mit diesem Produkt. Ich finde es cool, dass es noch eine Verpackung dazu gibt. Es ist ein blaues Rhinoceros drauf, also auf jeden Fall ein Wiedererkennungswert. Von der Verpackung her, meinen persönlichen Geschmack trifft es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall cool, dass es eine Verpackung dazu gibt. Und ja, ich bin noch ein bisschen verwöhnt von den letzten Styling-Produkten, die mir zugeschickt worden sind, weil das waren wirklich alles High-Class-Styling-Produkte. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass es eine Verpackung dabei gibt. Von der Dose her, es ist eine Plastikdose, wo ein Aufkleber drauf ist. Ist okay, ja, ist jetzt kein riesengroßes High-End-Produkt, aber es kommt ja auch darauf an, was drin ist und ob das Ganze funktioniert. Wenn man die Soße aufmacht und sich das Styling Meraki mal ganz genau anschaut, dann sieht man, das ist eine weiß-gelbe Creme, würde ich schon fast sagen. Die Styling Meraki-Paste, Creme, wie auch immer, das riecht nach Pfefferminz. Leute, als ich das erste Mal das Teil hier aufgemacht habe, habe ich gedacht, ich schmier mir Wiggly's Pfefferminz in die Haare rein. Also echt krass. Wenn man das Ganze aufmacht, riecht es echt stark nach Pfefferminz. Allerdings, wenn man das Produkt über den Tag verteilt in den Haaren hat, dann riecht es nicht mehr nach Pfefferminz. Also der Geruch von Pfefferminz verfliegt. Von der Konsistenz her muss ich sagen, das ist ein sehr cremiges Produkt. Ich habe erst gedacht, das ist hart, aber es lässt sich gut verteilen. Deshalb muss man auch echt gut aufpassen, dass man nicht zu viel von dem Produkt nimmt und sich in die Haare reinschmiert. Also am Anfang echt wirklich ein bisschen weniger nehmen und wenn man vielleicht noch was möchte, dann noch ein bisschen dazu nehmen. Aber nicht wie ich den Fehler machen und sich direkt volle Kanone das Zeug in die Haare schmieren. Ich habe dieses Produkt auch heute bei meinem Hairstyling benutzt. Wie man sehen kann, ich habe aktuell heute für die Veranstaltung mir ein bisschen lockige, wellige Haare gemacht. Was geil ist an diesem Produkt ist, dass es echt einen guten Halt hat. Ja? Also meine Locken, die an den Seiten immer aufploppen, ja, die konnte ich sehr, sehr schön zur Seite machen. Ja? Vor allen Dingen an dieser Seite hier. Also das ging mit diesem Produkt echt wahnsinnig gut. Viele Leute nehmen dieses Produkt als Pre-Styler. Das bedeutet, bevor man wirklich mit dem Haare-Stylen beginnt, dass man vorm Föhn das Produkt in die Haare macht und dann die Haare schon mal in die richtige Form bringt und schon mal ein bisschen Kontrolle in die Haare reinbringt. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Produkt sowohl als Pre-Styler als auch als Finisher sehr gut ist. Also ich persönlich habe heute auch für die Veranstaltung dieses Produkt halt in den Haaren und ich habe nur dieses Produkt in den Haaren und anschließend noch ein bisschen Haarspray reingemacht und ich muss sagen, echt, das gefällt mir sehr gut. Im Vergleich, das Cavalier Clay. Ja. Leute, dieses Produkt mit dem Zebra drauf, ja, im Vergleich zum Rhinoceros, ja, hat richtig Power. Also das hat schon Power, aber das hat nochmal mehr Power. Dieses Produkt von der Verpackung her identisch, ja, nur dass ein Zebra drauf ist und es ist ein Gelb. Auch die Dosis identisch. Vom Geruch her anders. Also wenn ich jetzt, also es ist echt schwer zu sagen, wonach das riecht, aber ich würde sagen, es ist ein vanilliger Honigwachs. Vielleicht auch Kokos ein bisschen. Ja, aber Vanille, Honig, Wachs ist, glaube ich, das erste, was es treffen würde. Dieses Produkt hat aber extrem Power. Also, wenn ihr widerspenstige und viele Haare auf dem Kopf habt, ja, dann ist das Produkt echt gut für euch.
Also das Cavalier Clay hat wirklich enorme Kraft und enormen Halt. Für mich vielleicht schon sogar ein bisschen too much, weil dieses Produkt klebt dann auch teilweise so ein bisschen, was ich persönlich nicht so ganz cool finde, wenn das dann noch irgendwie sehr, sehr klebrig ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr gutes Produkt und vor allen Dingen für die Leute, die viele Haare auf dem Kopf haben. Für Leute, die wenig Haare oder dünne Haare haben, ist dieses Produkt eher nicht geeignet. Also ich würde dieses Produkt nur empfehlen, wenn du jetzt wirklich viele Haare und widerspenstige Haare auf dem Kopf hast, dann empfiehlt sich dieses Produkt auch. Man kann auch ja, diese Produkte in Kombination verwenden, das habe ich jetzt auch ein, zwei Mal gemacht. Ich habe erst das als Pre-Styler genommen und dann dieses Produkt als Finishing. Also funktioniert auch gut miteinander. Am Ende des Tages muss ich sagen, beide Produkte kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ihr findet die beiden Produkte bei Kai von Barthelden im Shop. Ich mache auch einen Link in die Description rein. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube, so ein Produkt kostet 20 Euro, sind diese Produkte voll okay. Man muss ja auch am Ende des Tages sagen, ey, Blue Man, ja, der hat eine riesengroße Community und er hat diese beiden Produkte mit seiner YouTube-Community zusammen entwickelt. Also der hat keinen Scheiß hier gemacht, sondern die Produkte sind wirklich gut. Ich kann beide Produkte empfehlen und ja, wenn ihr nochmal ein anderes Haarstyling-Produkt im Kopf habt, was ich für euch testen sollte, oder falls ihr detailliertere Informationen zu den Produkten haben möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Falls euch das Video gefallen hat, ja, Support ist kein Mord. Also, ich freue mich über Daumen und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube nichts. Ich muss zur Veranstaltung. Also, adios, amigos.